Ja, echt, Wade, der klingt wie sein Quatsch, ja, Floyd klingt wie sein Cousin Wade. Klar, meine Cousins haben beide diesen Hinterwäldler White Trash Slang drauf. Yeah, yeah. Sir. Da spricht Trevor sogar mit Sir an. Echt, ey, die haben so viel Schiss vor Trevor, die kuschen alle nur vor Trevor, das ist echt krass. Ich wünsche mir echt, dass Trevor noch so einen richtig krassen Gegenspieler kommt, so sein Meister sozusagen, wo Trevor nichts mehr zu sagen hat. Wo Trevor mal der Gearschte ist, ne? Warte mal, die Karre schnapp ich mir. Halt. Hey. Hey. Dich brauche ich. Ja, ja, ihr habt's begriffen. Ah, shit, ich hab die ganze Hut am Hals. Das ist das Problem immer, ja, wenn ihr hier ein Auto klaut oder irgendwie ein bisschen Stress macht, ein bisschen Trouble veranstaltet, dann ist vielleicht Ärger mit der Hut. Wir halten ja alle zusammen und versuchen euch dann gleich auszuschalten. Bitte? Ja, ja, Ford Zancudo, ich hab's. Oh, hier ein Taxi. Brauche ich. Erstmal einen Zielpunkt, habe ich schon gesetzt. Okay. Okay, wie komme ich da am besten hin? Er ist genau hier in der Mitte. Es ist eigentlich wurscht, welchen Eingang ich nehme. Ob ich jetzt den Westeingang nehme oder den Osteingang. Ja. Einfach mal einsteigen. Homie, ich will nach Fort Zancudo und überspringen das Ganze. Ja, ja, ist schon klar. ich habe jetzt echt, gerade dran gedacht, das Taxi so zu nehmen und einfach rein zu rushen wegen der Sache mit den Sternen, aber boah, klau den Cargo Bob, ja toll. Ey, jetzt ballern die schon auf mich. Was zum Henker? Ja, gut, Trevor ist hierfür eigentlich ganz gut geeignet, ne? Mit seiner Spezialfähigkeit. Ja. Die haben nicht viel zu sagen. Ich hoffe echt nur, Leute, ich krieg's hier nicht mit Panzern zu tun, weil dann wäre ich sowas von am Bürzel. Aber sowas von. Hey, bitte. Ich hätte mich noch mit irgendwie was Kugelsicherem eindecken müssen, aber drauf geschissen. Das Aufladen. Am besten mal Special. Ist nämlich tot. Uah. Uncool. Jetzt aber. Hey, ich hoffe, der Cargo Bob steht da. Bitte nicht irgendwas anderes oder irgendein Bug oder so ein Mist. Weil, boah, ich muss mich echt durchkämpfen hier. Ja, ist doch ein wunderschöner, sonniger Tag. Malerisch. Hier mal in der Militärbasis ein bisschen aufzuräumen. Herrlich. Klasse. Ey, da drüben ist der Grapeseed, hä? Mit den Weinreben da. Da war ich noch gar nicht. Mal demnächst mal hingucken. Ey, wer kommt denn da? Also so wie es aussieht, kommen die hier in der Mission. Kommen hier in der Mission nur die Militärs so auf mich zugelaufen. Hier die Infanterie. Die Leutchen zumindest. Und das war's. Also keine Panzer, keine Fahrzeuge. Ja, das ist doch mal super easy, oder? Ups, wer ist da? Noch wer? Okay, weiter. Weiter im Text, liebe Freunde. Sehe ich ihn da schon? Ich glaube, da ist er. Cool. Da vorne steht der Cargo Bob. Hey, das wird erstmal schnell gesprengt hier. Ah ja. Spinnt wohl.
So, mein Freund, kurz Energie aufladen. Bisschen Health. Oh, super. Ey, der Tag gefällt mir immer besser. Ich liebe es. Trevor liebt es. Die kranke Drecksau. Vögel. Platsch. Die fallen übrigens korrekt auf den Boden. Physikalisch korrekt. Ja, hier der. 260 Millionen Dollar Unterschied. Okay, Cargo Bob. Greifbarer Nähe. Marine. Alles geschaltet. Oder Militär, was auch immer. Ah, sehr geil. Sehr geil. Das kennt ihr ja aus den Screenshots. Der Cargo Bob, wo der so fliegt über den Senkudo River. Und ich glaube, in die Richtung muss ich auch abholen. Ah, fettes Teil. Geil, 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 geil. Schwer. Hammer nice. Oh nee, ernsthaft? Was? Ich muss einen Militärhubschrauber abhängen. Ja klar. Oh. Einfacher als ich dachte. Begib dich zum Hangar. Cool. Also wir haben es soweit geschafft. Ey, mal ehrlich, also Michael, bitte, Flugstunden. How you doing, Trev? Fine. For a guy who just went into an airbase and stole a chopper, are we ready to go on this thing? If it's a heavy lift chopper, then yeah, I'll get everything ready and I'll call you. All right. Definitiv, das Ding ist super groß und super schwer. Und dadurch wirken sich ja die Turbulenzen noch mehr aus auf das Ding. Boah, das sieht super aus, oder? Klasse Grafik gerade. Hammer. Ja, und Michael, definitiv, der braucht ein paar Flugstunden. Ich meine, ich habe jetzt nicht so Bock drauf auf Flugstunden, aber ja, wenn es denn Michael hilft, seine Flugwerte zu verbessern, mein Gott. Gibt es noch andere Perspektiven? Von oben. Ja klar, wenn er Lasten gerade transportiert, sicherlich. Ah, cool. Hey, Trevor. Na, Buddy, alles klar? Ey, fett. Mann, das Ding ist echt super, oder? Mir gefällt's. Mächtig, mächtig. Ja, und irgendwie, ich hab's noch nicht probiert, aber irgendwie könnte er ja mit dem Ding alle möglichen Fahrzeuge transportieren. Autos oder Panzer. Irgendwas unten dranhängen an diese Seile befestigen mit ein paar Haken. Irgendwann mal ausprobieren. Mal jetzt erstmal landen, das Ding. Cool, mit dem Hitze flimmern. Ah. Ja, manchmal, da bin ich echt so eine, ein bisschen so eine Grafiknutte. Da freue ich mich hier. An der Optik. Cool. Sehr schön. Wo bin ich denn hier? Sandy Shores. Ja, hier ist Sandy Shores und ich muss auf dem... auf der Landebahn von Sandy Shores landen, ne? Oder zumindest in der Nähe von Sandy Shores. Links ist Sandy Shores und wo ist jetzt die Landebahn? Hier unten, okay. Na, da werden meine Hinterwäldlerfreunde aber staunen. Und nicht nur die. Auch Michael und Franklin. Ey, cool, wie sich das Licht... das Sonnenlicht spiegelt in den Rotorblättern. Ja, Hammer. Okay, ein Stück rüber. Direkt zum Hangar, oder wie? Passt halt gar nicht rein. Halt. Heavy, das Ding. Ist hier irgendwo so ein gelber Kreis? Na, komm. Ja. Komm, das wird richtig sauber, die Landung. Richtig sauber. Richtig sauber. Jawohl. Ah, super.
Cargo Bob in Sicherheit. Bestanden. Naja, Bronze. Zu lange gebraucht. Nee, aber ehrlich, ich finde das Ding einfach super fett. Das sieht super genial aus. Richtig geil. Von der Texturierung und von den Shader-Effekten hier. Ha, klasse. Aber okay, wir müssen ja irgendwann mal noch weiterkommen hier. Ja, und ich würde sagen, das war's soweit. Wir haben den Cargo Bob und wir haben das Tauchboot. Und, what? Ah, Stevie, fucking hell, was willst du denn? Hey Leute, wir müssen uns unterhalten. Treffpunkt ist das Grundstück in El Burro Heights. Heights kommt rechtzeitig. Steve Haynes. Vom FIB. Der seine eigene Show hat, dieses verdammte Arschloch. Naja. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in Folge 23 bei Replay Old School. Wie wir hoffentlich den Raubzug dann starten. Die Aktion bei Meriwether. Und danke fürs Zuschauen. Haut rein, ich bin raus.